damit ganz recht herzlich willkommen in einer nächsten Runde unserer Sendung, die Sie kennen, Nachgefragt. Sie hört sich schon seit einigen Wochen, einigen Monaten bei uns und hat sich auch schon so ein bisschen etabliert. Und heute haben wir ein ganz besonderes Thema, ein Thema, das uns alle angeht, nämlich Umwelt. Ein großes Thema, man sieht in den Nachrichten immer wieder, was alles damit zusammenhängt. Umwelt ist ein breit gefächertes Thema. Genau deswegen haben wir auch Experten eingeladen heute im Studio, die uns ein bisschen zu diesem Thema natürlich die ein oder andere Frage beantworten werden. Herzlich willkommen erstmal in der Runde und ich darf das Wort überreichen heute an unserem Konferencier des Abends, die Piedemonti. Hallo und schönen guten Abend, werte Damen und Herren draußen am Radio London und ganz herzlich auch willkommen, dass ich hier bei der monatlichen Sendung Nachgefragt. Heute mit einem Thema, das viele von uns allen betrifft. Wir sprechen über die Umwelt gestern, heute und morgen und ganz besonders in unserer Region. Hier im Studio darf ich begrüßen, und das freut mich außerordentlich, Frau Heike Esfalani Illert aus der Gemeinde Raren, sie ist Umweltschöffin, herzlich willkommen. Rainer Hintermann aus der Gemeinde Kelmis, auch Umweltschöffe. Dann Haustrecht kann man fast sagen, Roger Franzen aus der Gemeinde Lonzen, auch Umweltschöffe. Und des Weiteren herzlich willkommen auch Herr Roger Dumm von der Entsorgungsfirma Bisa aus Olpen. Schade ist in dieser Runde, dass niemand aus der Stadt Olpen hier zugegen ist, warum auch immer. Aber steigen wir ein, und wir freuen uns außerordentlich, dass Sie die Einladung angenommen haben, steigen wir ein in dem Thema Umwelt gestern und heute. Wie war das damals? Wir unterhalten uns über die Umwelt und gehen zuerst mal in die Zeitreise zurück. 10, 20, 30 Jahre zurück. Ich denke, das ist eine ganz interessante Geschichte. Wie es damals war, so kann man dann auch fahren und bemerken, wie es dann heute ist. Und da möchte ich direkt eine Frage an einen alten Hasen richten, wenn ich das mal so sagen darf. Er ist schon über viele Jahre Kommunalpolitiker, Roger Franzen. Herr Franzen, wie war das damals mit der Umwelt? Hand aufs Herz. Wurde es schon damals so groß geschrieben wie heute? Ja, mit Sicherheit nicht. Jetzt vier Legislaturperioden Umweltschöpf in der Tat, und ich denke, die Bewusstseinbildung ist effektiv in den 80er, 90er Jahren geboren, und deshalb, wenn man zurückgeht, dann muss man noch weiter zurückgehen in der Zeit unserer Eltern, nicht auch Großeltern, sondern unserer Eltern in den 60er, 70er Jahren, 80er vielleicht auch noch. Die Natur war und die Umwelt war zweitrangig. Sie wurde benutzt als Lebensraum, als Werkzeug, wo nicht unbedingt respektiert. Als kostenloses, sage ich jetzt mal, noch zur Verfügung gestelltes Ambiente. Ja, Löcher dienten zur Müllentsorgung. Richtig, und das ist immer ein ganz interessantes Thema. Und es wurde verbrannt und es wurde einfach nicht nach der Artenvielfalt geachtet oder weniger. Mhm. Und das ist so mit und mit gekommen. Heute kann man sich einiges überhaupt nicht mehr vorstellen. Wie war es in Raren, Frau? Ja. Sie sind ja nur etwas neu zugezogen. Ja, genau. Können Sie da vergleichen, haben Sie da irgendwo Erfahrungswerte zu dem, was Ihnen vielleicht alte Kolleginnen und Kollegen ja. als vorgetragen ja, haben? Auf jeden Fall, ja. Wie sah es da aus? Ja, also ich bin ja erst vor 11 Jahren dazugezogen. Und jetzt hatten wir am Wochenende eine Wanderung in Hauset, vom Verkehrsverein Hauset. Und da sind wir zum Beispiel zu den Sieben Weihern gewandert und auf einer Seite waren auch Weiher, und da hat man mir dann halt erzählt, die wurden halt zugeschüttet. Ne? Das war dann die Müllkippe von Einhatten. Und in Hauset, der Weiher da, der wurde nicht zugeschüttet, und da ist jetzt der Anglerverein. Ja, also da gab es in der Tat, ja. Genau. Gehen wir einmal nach Kelmis, Herr Hintermann. Ich glaube, Sie haben ein schweres Erbe übernommen, und zwar in der Müllentsorgung. Da gibt es so einen Karl-May-Platz, nennt er sich heute. Mhm. Im Dialekt heißt das die Kull. Wie gehen Sie heute mit dieser, denke ich mal, tickenden Bombe um? In unserem Bewusstsein ist es keine tickende Bombe in dem Sinne. Die Kull ist vom Sektorenplan her vorsorglich als Gebiet eingestuft worden, als Park sozusagen. Das heißt, der Oberfläche. Oberfläche. Das heißt, da wird nie gebaut werden können mit dem Hintergedanken, dass da niemand anfängt zu graben. Weil man kann nicht graben, man kann keine Gründungen machen. Was da tatsächlich liegt, weiß definitiv niemand genau. Wir wissen ungefähr, was es alles sein kann. Und von daher wird die Kull erstmal überhaupt nicht angepackt. Es werden hin und wieder Messungen gemacht. Kelmis hat ja eine eigene Wasserversorgung. Das heißt, wir sind schon sehr penibel drauf aus, zu wissen, ob da irgendwelche Wässer unterirdisch aus der Kull, weiß ich nicht, wohin gehen. Das wird penibel untersucht. Zurzeit würde ich sagen, ist die Kull ruhig.
Das ist schon eine positive Anmerkung zur Zeit, wohlgemerkt. Und man weiß ja nicht, was die Natur noch alles mit sich bringt. Und da sind wir doch bei einem ganz wichtigen Thema, Umweltschäden, die von früher übernommen wurden. Roger, wie werden die heute? Ja, da gibt es ja auch eine regionale Handhabe. Es gibt Verordnungen dazu, es gibt eine Gesetzgebung und die betrifft ganz besonders die ehemaligen Müllgruben. Kull, das hatten wir auch in Lonzen, an der Donnerkull, in Lonzen am Mühlenweg. Nur sie liegt etwas außerhalb, die liegt mitten. Ja, richtig, aber trotzdem liegt sie direkt am Lonzener Bach. Und da hat die Region dann gesagt, wir machen Messungen, das haben sie gemacht, vom Oberflächenwasser und auch vom Grundwasser. Und erstaunlicherweise, da liegen zigtausende, hunderttausend Tonnen vielleicht Müll in der ehemaligen Steingrube, aber es gibt wenig oder sehr wenig Folgen und Schäden auf Grundwasser und auf dem Oberflächenwasser. So haben wir die Auflage bekommen, haben wir auch gemacht, das Ganze zuzudecken mit einer Wertschicht, 2, 3, 4 Meter und in verschiedenen Schichten. Diese Wertschicht, die darauf kommt, jetzt haben wir hier einen Spezialisten von der BISA dabei. Sie recycelt ja die Natur wieder, in dem Sinne, wo Kompost gemacht wird. Wird dieses Material damit verbaut? Wäre dieses Material dazu geeignet, diese Flächen damit zu beleben, damit etwas ganz anderes daraus entstehen kann? Man könnte sicherlich grundsätzlich überlegen, wir haben also verschiedene Arten Kompost, die wir anbieten, auch Landwirtschaftsmaterial, also ein grober Kompost, der mit einem groben Sieb abgesiebt wird. Und da wäre sicherlich die Möglichkeit zu sagen, wir tragen dort eine Schicht Kompost auf und im Nachhinein dann eben Mutterboden drauf zu machen. Also das Material, das Sie heute recyceln in dem Sinne wieder, könnte zweckdienlich wieder dazu gut gemacht werden, dass Böses wieder gut hergerichtet. Könnte ein Träger sein, weil es geht ja auch in die Landwirtschaft und wir werden ja auch von diesem Material ja kontrolliert. Also bei uns kommt regelmäßig die AFSCA vorbei und nimmt auch Proben von diesem Material, sodass wir das auch bedenkenlos wieder in die Landwirtschaft zurückfließen lassen können. Und so der Kreislauf sich wieder schließt, ja. Wenn wir BISA sprechen, dann sind wir dann auch sofort bei einem Thema und das ist ein Thema, denke ich, wo wir auch hier ein bisschen beleuchten werden und Tageshaushaltsmüll. Tageshaushaltsmüll, ein Geschäft. In dem Sinne, es wird Geschäft damit betrieben, mit diesem Müll, kann man auch so sehen, gehört auch dazu, aber Tageshaushaltsmüll früher gegen heute. Roger, du hast eben ein paar ganz interessante im Vorgespräch, die liefen hier Zahlen links und rechts und rauf und runter. Du hast ein paar ganz interessante Zahlen. Ja. Nehmen wir euch mal Lonzen vorweg und dann schauen wir mal, wie es in den anderen Gemeinden aussieht. Ja, wir waren Vorreiter, nicht nur in der Gemeinschaft, aber auch im gesamten Bezirk, in der Provinz. Wir haben vor gut 12 Jahren das Schiffscontainer-System eingeführt, wo dann der Restmüll in Container, mit Container entsorgt wird. Restmüll, das waren damals 130, 140 Kilo pro Einwohner pro Jahr, wie wir noch Säcke hatten. Dann haben wir dann die Container eingeführt und jetzt liegen wir bei 87,5 Kilo pro Einwohner pro Jahr. Wir haben dann gegenüber früher? 120, 130 Kilo, vielleicht noch mehr früher, aber kurz bevor wir es einführen, lagen wir bei dieser Masse oder dieser Menge. Was haben wir wohl dazu? Wir haben dann andere Kollekten, die wir organisieren. Organische Abfälle werden bei uns in Bio-Säcke eingesammelt, jede Woche freitags. Auch Windeln gehören dazu, Babywindeln. Und das sind, das waren letztes Jahr 14 Kilo pro Person pro Jahr. 80 Tonnen, die dann nie verbrannt werden, die dann wieder recycelt werden. Und dann haben wir seit Anfang letztes Jahres, 2018, die gelben Container eingeführt. Und das sind Container für Papier und Karton. Früher waren es Kisten, Tüten und so weiter, alle möglichen Formen an der Straße entlang, flog weg, wurde nass, sehr kompliziert für die Arbeit, das aufzunehmen. Das haben wir eingeführt, sehr gute Akzeptanz und das reduziert auch wieder ein bisschen die Menge Restmüll. Im Hausmüll. Voilà. Schwenken wir mal rüber nach Raden, wie schaut es da aus? Früher, heute, in diesem Haus. Ja, okay, von früher kann ich natürlich jetzt nicht so viel erzählen. Aber wie sieht es da der Hausmüll heute aus? Ja. In dem Sinne, wo liegen wir da? Da war eine Zahl von 87. Wir haben 133 Kilo. Bei uns werden aber auch die organischen Abfälle damit reingeschmissen, teilweise. Also
Bei uns in der Gemeinde besteht ja die Möglichkeit, bei Besa eine grüne Tanne zu abonnieren. Und, oder beziehungsweise auch, wenn man einen Garten hat, kann man ja auch selber kompostieren. Aber bei uns ist halt die Menge noch ein bisschen höher. Obwohl auch die Möglichkeit besteht, also noch nicht die Einwohnerzahl, denke ich, auch etwas höher. Und dann ich jetzt mal, aber hier wird es ja pro Kopf berechnet. Ja. Also sieht die Sache ganz anders noch aus. Mhm. Wie sieht es in Chemnitz aus eigentlich? Haben Sie da Zahlen, die man irgendwo in Chemnitz sind die Zahlen so schlecht, ich habe die ja nicht mitgebracht. 157. Also wir sind, glaube ich, in der Spitzenreiter. Wir sind in der Spitzenreitergruppe, ich glaube vorletzter, drittletzter oder was auch immer. Chemnitz hat insofern eine besondere Drittletzter, Entschuldigung, wenn ich da nochmal nachhake. Ja. Drittletzter von wo? Von den vier nördlichen Gemeinden oder von der Ausbildung? Von der Veröffentlichung, die wir von der Intradel bekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die ganze Wallonie da drin ist. Die ganze Provinz Lüttich ohne die Idelux-Zone im Süden der Provinz. Also da sind wir. Von daher, ich kenne die Zahlen, ich habe sie jetzt nicht nochmal mitgebracht. Das Problem in Chemnitz ist tatsächlich, Chemnitz ist in der DG der einzige Ort, der städtischen Charakter hat. Wir haben über 600 Einwohner pro Quadratkilometer. Das heißt, wir sind städtischer wie Eupen. Ist jetzt erstmal ein bisschen Quatsch. Aber wir haben viele Einwohner auf wenig Quadratkilometer. Das führt zum Beispiel dazu, dass wir in dem Kernzentrum von Chemnitz gar nicht wüssten, mit welcher Methode wir von den Säcken wegkommen wollten. Wir haben eine große Aufgabe der Sensibilisierung, die wird schon angepackt seit Jahren, die muss aber noch weitergeführt werden. Das heißt, wir haben tatsächlich oft ein Trend. Wie sensibilisiere ich dann jemanden? Wie kriegt man die Leute dahin? Durch Informationen, durch permanente Berieselung mit Möglichkeiten über den Abfallkalender. Was kann ich tun? Wo kann ich was hinbringen? Es gibt ja viele Möglichkeiten. Wenn ich will, kann ich relativ gut trennen in Chemnitz. Ich möchte es nur wollen. Ich kann zum Containerpark, ich kann Papier abholen lassen, ich kann von Recycle Sachen abholen lassen. Ich habe eigentlich die Möglichkeiten, ich muss sie nur wahrnehmen. Und das ist eine Aufgabe, die wir tatsächlich schon seit einiger Zeit mühsam betreiben, die wir immer noch weiter betreiben müssen. Wir haben auch überlegt, jetzt sozusagen den grünen Sack einzuführen. Das wird irgendwie im Jahr 2019 vermutlich passieren. Dafür gibt es Ideen, wie das zu gestalten ist. Wir haben natürlich manchmal auch den Eindruck, wenn wir Tonnen hätten mit Chip, dann wäre diese Sensibilisierung einfacher, weil es dann einfach über den Geldbeutel geht. Das können wir mit den Säcken schwer machen über den Geldbeutel. Aber wenn ich mir unsere Hauptstraße, die Kirchstraße, vorstelle, da sind zu viele Apartmenthäuser und die haben alle keinen Keller. So, das heißt, keiner weiß, wo könnte ich drei verschiedene Tonnen überhaupt unterbringen, die dann... Meistens hast du ein Haus ja einen Hof. Wir haben keinen Hof. Wir sind also in dem Kernzentrum, sind wir so eng, hinten steht die Kirche. Also das heißt, wenn ich vorne an der Kirchstraße wohne und habe einen Hof, dann sind das 2 Meter und dann bin ich in der Kirche. Das heißt, auch da möchte niemand seine Tonne hinstellen. Und vorne geht es nicht und dahinter sind Parkplätze, also im Kernzentrum ist es eigentlich, sage ich mal, für Mülltonnen für uns eine Katastrophe, weil keine Keller da sind. Wie geht es dann in einer Großstadt, wo keine Möglichkeit besteht? Wenn Sie das als Problem sehen. Ja. Weil es gibt ja einen Keller. Und doch, denke ich ja auch, stehen Mülltonnen in dem Sinne, will mich da nicht auf Sie einschießen, aber soll ich jetzt mal alles nachhaken? Vielleicht, wenn Sie die Sensibilisierung so machen möchten. Aber jetzt kommen wir auch zu BISA. In dem Sinne, wie können Sie oder wie errechnet ihr oder wird überhaupt errechnet, wie viel Müll, ihr seid ja nun in einer Gemeinde tätig, wie viel Effektivmüll, wir reden nicht über BISA, diese grüne Tonne, wir reden über Müll. Könnt ihr da errechnen oder ersehen, effektiv, wie viele Tonnen pro Monat, pro Jahr, pro Tag, wenn ihr einsammelt, dort, sage ich jetzt mal, weggefahren werden? Produziert, ja natürlich. Ne? Also es ist ein ganz einfaches System. Wir verfügen, jedes Fahrzeug verfügt über eine sogenannte Scheckkarte. Und wenn wir dann für Chemnitz und für Eupen ist es so, dass wir da in Lüttich in Herstal abladen müssen. Dort fahren wir über die Waage, die Scheckkarte wird eingelesen, man gibt die Postleitzahl ein, das wird gewogen beim Reinfahren, abladen, wird gewogen beim Rausfahren, man kriegt dann einen Wiegeschein mit der Gemeinde drauf
Und das ist eine ganz einfache Sache. Und diese Wiegeschein kriegt natürlich auch die Gemeinde. Und dementsprechend kann die natürlich jede Gemeinde ermitteln, auch wie viel Müll von den Bürgern produziert wird und wie viel Müll wir wöchentlich fahren. Gibt es in diesem Sammeln auch eine, sage ich jetzt mal, sogenannte Session, wo man sagt, okay, jetzt kommt mehr Müll? Okay, reden wir nicht über die Weihnachtsfeiertage, da wird sicher mehr Müll produziert als in einem normalen, vergleichbaren Monat im Jahr. Gibt es da irgendwie, wo man sagt, okay, jetzt sind die Monate stärker im Müll? Also ich merke da keine großen Schwankungen. Natürlich in den Urlaubsmonaten, wo die Leute natürlich wegfahren, da ist es natürlich klar, dass da eine gewisse Reduzierung stattfindet. Aber es liegt meistens daran, wie viele Tage im Monat sind. Also in Eupen ist es ja so, dass wir doch dienstags und freitags fahren. Und je nachdem, wenn da jetzt sehr viele wie im Monat Mai, glaube ich, waren sehr viele Donnerstage und Dienstage drin, dann ist es natürlich mehr, aber einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es mehr Tage sind und nicht davor, dass dann mehr Müll anfallen würde. Nein. Als Vertanin, wie bekommt man die wilden Deponien? Wenn man mal durch Haare fährt, gibt es auch so manche Ecken, da findet man den Müll. Die Leute entsorgen ganz einfach, unbewusst, ist ja nicht mein Territorium. Ich denke, das ist in vielen Gemeinden so, aber wie sieht es in Haaren aus? Haben Sie da irgendwie eine Chance, solchen, sage ich jetzt mal, Umweltsünder irgendwie zu Leibe zu rücken? Ja, doch, wir haben jetzt tatsächlich, hat unser Förster mal jetzt einen aufgespürt, beziehungsweise auf frischer Tat ertappt. Aber der hatte dann halt Kühlschränke abgeladen im Wald, hat den Förster gesehen, ist wieder umgekehrt und hat die wieder raufgetan. Also dann im Endeffekt hat er dann gesagt, er hätte die ja gar nicht abgeladen. Ne? Aber ja, genau. Aber das war eine bekannte Stelle bei uns in Raren und effektiv ist der Förster da, fährt er da ganz gezielt hin und es war wirklich Zufall, dass er den dann wirklich mal angetroffen hat, ja. Herr Hinselmann, nun ist Kelm ist ja auch, sage ich jetzt mal, Sie sagen zwar in einem Zentrum ziemlich eng besiedelt, aber drumherum gibt es noch viel Grünfläche. Und dort kann man auch hier und da, nicht nur hier und da, des Öfteren auch, es hat sich etwas eingeschränkt, aber in verschiedenen Ortsteilen sieht man doch so, dass so wilde Deponien sich türmen. Wie geht ihr da vor? Habt ihr da eine Chance? Also, wenn es wirklich so offensichtlich ist, dass man sagen kann, es wurde zu einem bestimmten Zeitpunkt die und diese Menge da abgekippt, dann geht unser Umweltberater schon mal hin und guckt, ob man noch irgendwelche Zeugnisse finden kann, das heißt irgendwelche Papiere, Briefumschläge, was auch immer, wo eventuell ein Name draufsteht. Wir haben auch schon gehabt, dass manche Leute auch dann noch gesagt haben, ja, natürlich, der Briefumschlag war von mir da drin, aber der ist nicht von mir, hat jemand anders reingetan. Also rein rechtlich kann man da wenig vorgehen. Kann man da noch sachlich bleiben? Man muss dann natürlich noch sachlich bleiben, aber es ist rechtlich auch schwierig nachzuvollziehen, dann zu sagen, okay, du kriegst eine Anzeige oder sowas. Man kann die Leute eigentlich nur ermahnen, weil der Rechtsweg dauert erstens zu lang und die Chancen sind halbe-halbe. Das heißt, eigentlich ist das Opfer dann der Bauhof, der da hingeschickt wird und gesagt wird, okay, du musst das Zeug wieder einsammeln. Das geht dann auch in das Restmüllkontingent der Gemeinde ein und wird mitentsorgt. Genauso wie Mülltüten, die eventuell verschleppt worden sind, die aufgerissen worden sind von Tieren oder sowas. Das ist jetzt so nicht besonders angewachsen. Es ist ungefähr ein Kontingent, was den in den letzten 5 Jahren, sage ich mal, die ich so überblicken kann, relativ gleich geblieben ist. Also wir haben jetzt keine Steigerung. Man nimmt die Straße von Heidenreich und fährt Richtung Lonsen. Dort gibt es eine schöne Serpentine. Mülldeponie Nummer 1. Der hat da schon einiges bewegt. Wie könnte man das in den Griff bekommen? Ja, wir haben regelmäßig Arbeiter, die das sammeln. Und kostet ja Geld. Ja, kostet dem Steuergeld. Ja, richtig. Aber es ist eben so, das ist eine Tatsache, es ist keine Fatalität. Eine Tatsache, wir haben am Tag der sauberen Gemeinde jedes Jahr im Frühjahr und diese Strecke gehen dann ein paar Freiwillige oder Jugendliche und wir haben immer auf diesen 800 Meter vom zukünftigen, Kinderkrippen an der Gemeindegrenze bis Katharina von Siena 8 bis 10 Säcke und dann vielleicht auch nochmal Reifen oder für andere Sachen. Das machen wir einmal pro Jahr mit Freiwilligen, Tag der sauberen Gemeinde und das machen wir ein bis zweimal zusätzlich pro Jahr mit Gemeindepersonal, die dann aufheben. Was man aber dann meistens findet, sind Büchsen und Flaschen.
diese Getränkedosen unter anderem. Und da hoffe ich, dass die, das ist klar der Wille des zuständigen Ministers, Zellersministers Di Antonio, da die Kaution, nicht die Kaution, ja die Gebühr einzuführen, Pfand einzuführen für Büchsen, für Dosen, für Flaschen, damit weniger weggeworfen wird. Und das, was weggeworfen wird, dann trotzdem einen Wert hat, wo dann Leute sich dann einsammeln können. Da bin ich schon überzeugt, dass es dann auch viel weniger in unseren Gräben, wenn auch viel weniger in den Wiesen. In den Wiesen haben wir Kühe, oder nicht immer, aber oft Kühe, oder Silage wird da hergestellt und da befindet sich das Ganze im Silage, im Futter der Tiere. Und was passiert, das hat jeder Landwirt ja schon erlebt, besonders die Kühe haben es erlebt, dass dann Verletzungen sind, die dann sogar tödlich sein können. Das ist wirklich ein Drama für sehr viele Landwirte, für Kühe, Rinder, die sowas dann mitfressen. Wie könnte man, jetzt gehen wir da quer durch alle Jahresgattungen, sage ich jetzt mal, wie könnte man Leute dafür sensibilisieren, doch etwas hier mit Bedenken ranzugehen, wenn ich etwas einfach wegschmeiße, der in die Umwelt rein. Du hast es gerade gesagt, wie zum Beispiel Tiere können verletzt werden. Das heißt natürlich, geht an ganz anderer Wege. Wenn es, sage ich jetzt mal, Milchkühe sind, regelt sich der Bauer halt eine unwahrscheinliche Einbuße. Wie könnte man da vorgehen, irgendwo die Leute mehr dafür zu sensibilisieren, doch darauf zu achten? Ja, wir fangen es an mit den Jugendbewegungen, Pfadfinder zum Beispiel, die nehmen dann teil und sind dachte auf der Sammelnehmen. Und die Schulen, die drei Schulen am Freitag des Wochenendes sind dann immer dabei. Und es fängt bei den Kindern und bei den Jugendlichen an, fruchtet nicht bei allen, dann bleibt das Repressive, und das haben wir in den vier Gemeinden, diese Polizeiverordnung, wo man effektiv, wenn man jemanden schnappt, dann auch 250 oder mehr Euro bezahlt. Und wir haben effektiv, ist nicht einfach, aber wir finden doch ein bis zwei oder drei pro Jahr, die dann auch bezahlen müssen. Wie sieht es denn daran aus? Ja, also ich finde das ganz wichtig, dass halt wirklich schon bei den kleinen Kindern angefangen wird, weil wenn da was gemacht wird, das zieht sich dann halt bis ins Erwachsenenleben, und dann ist es auch viel einfacher, sich umzustellen. Also bei uns wird halt auch Umweltbildung betrieben, auch in den Kindergärten, Schulen. Da bekommen wir auch von Intradel Unterstützung, da haben wir eine Umweltfibel bekommen. Also die Lehrer, die können dann halt verschiedene Themen mit den Kindern durchgehen. Aber es wird auch aktiv Müll getrennt, also da, wir haben Papier, wird da separat gesammelt, oder es wurden Trinkbecher verteilt, damit die Kinder nicht alle mit einer Plastikflasche dahin kommen, Brotboxen. Also das finde ich ganz wichtig, dass halt da schon die Umweltbildung beginnt, und haben wir auch Müll-Sammeltage, dass wir da halt die KLJ und die Pfadfinder haben wir damit einbezogen und auch andere Freiwillige, die Verkehrsvereine. Ja, und wo bei uns noch Müll wild abgestellt ist, ist vor allem an den Glascontainern und an den Kleidercontainern. Das ist traurig. Ja. Wenn man das hört, ist in Chemnitz gleich, so in der gleichen Richtung, Sensibilisierung der Jugend, der Kinder, der Jugendlichen. Aber ich denke, ein Kind lernt doch nur, was er von den Eltern gezeigt bekommt. Ne? Ja, also diese Art von Kindersensibilisierung findet bei uns in den Gemeindeschulen natürlich auch statt. Aber was ich festgestellt habe, dass auf was jetzt Viehbestand, Weideflächen und so weiter angeht, dass die Probleme da sicherlich nicht durch Jugendliche oder Kinder entstehen, sondern weil viele Erwachsene keinen Respekt mehr vor dieser Fläche haben. Das Problem ist oft, dass die Leute gar nicht mehr begreifen, das ist einmal nicht mein Grundstück. Wenn ich da drüber gehe, bin ich zu Gast, nämlich beim Landwirt. Der Landwirt benutzt das zur Lebensmittelproduktion. Das heißt, in Hagenrath vor allen Dingen, Kelmis hat nicht mehr so viel Grünfläche für, ich glaube nur noch ein Bauer ist in Kelmis unterwegs, zwei sind noch in Hagenrath unterwegs. Die beklagen sich eigentlich darüber, dass die Erwachsenen, vor allen Dingen die dann auch mit Hunden spazieren gehen, die natürlich sagen, ich muss spazieren gehen mit meinem Hund, mein Hund hat das Recht auf, er muss laufen. Ne? Zu dem Thema kommen. Genau diese Geschichten, ne? Dass die keinen Respekt vor der Fläche haben. Das heißt, für die ist das quasi wie öffentliches Terrain, so als wenn ich im Wald bin oder sowas. Und das bringt das Problem, dass die dann auch, weiß ich nicht, dann liegen da, wie gesagt, diese schwarzen Säckchen
die eigentlich für den Hundekot sind und die dürfen auch nicht in die Silage mit rein, überhaupt kein Plastik darf in die Silage rein. Das ist also aus unserer Sicht das größte Problem, zumindest was Viehbestand und Bauern angeht. Dann haben wir hier einen Experte, sage ich mal, der Entsorgung. Dom, Frage an Sie. Sie können jetzt nicht, sage ich jetzt mal, für alle Entsorgungsfirmen sprechen, aber wäre es nicht interessant von Entsorgungsfirmen, weil das ist ja euer Tagesgeschäft, das ist ja euer Mutterbootsgeschäft, sage ich jetzt mal so, vielleicht auch in den Gemeinden unterstützend zur Hand zu gehen, wo man sagt, okay, man macht Umwelttage in der Richtung Müllentsorgung und man zeigt, wie man es richtig machen kann. Ja, im Moment läuft ja in Olpen ein ganz interessantes Projekt diesbezüglich, ist so ein Pilotprojekt, das kommt aus Brüssel. Und zwar richtet die Stadt Olpen im Moment in den verschiedenen Parks sogenannte kleine Kompostierungsanlagen ein. Also so ein Viertelkompost nennt sich das, also jetzt gerade in der Planung, beziehungsweise das wird jetzt am kommenden Samstag starten in den drei Olpener Parks. Da sind jetzt erstmal die unmittelbaren Bürger angeschrieben worden, die dann sich dann einschreiben und an diesem Viertelkompost teilnehmen. Da gibt es also verschiedene Kompostkästen, wo dann einfach den Bürgern das nochmal beigebracht werden soll, wie man im Kleinen kompostiert. Und das ist in dem Sinne ja ein ganz interessantes Projekt, nicht nur für die Kompostierung, aber auch nochmal, dass man so ein bisschen nachbarschaftsmäßig sich nochmal kennenlernen und einfach nochmal über verschiedene Sachen spricht und dann auch natürlich wesentlich besser diesen Anteil Müll, wenn man es so sagen kann, einfach wieder sofort verwertet und den nicht noch irgendwo hinfahren muss und nicht noch irgendwo hinbringen muss, sondern wirklich dann auch im Nachhinein den Kompost daraus unter Umständen auch benutzen kann oder er wird dann eben, wenn er nicht benutzt wird, von der Stadt dann in Beete und so weiter angelegt. Und das geht auch noch weiter, dieses Projekt. Also da ist noch nicht ein guter Ansatz da. Es ist schon viel diskutiert worden, es ist schon viel gesprochen worden. Ja, machen wir eine Runde Musik. Ja, die Uhr des Lebens von Ronny Weiland. Ich denke, ein ganz interessanter Titel, den man auch beherzigen kann, nämlich wir leben nur einmal auf dieser Welt. Schauen wir einmal in Mutter Natur etwas weiter rein und wir sind ja richtig toll umgeben von tollen Waldungen. Und da ist natürlich auch Raubbau, wird dort auch betrieben in diesen Waldungen. Der Wald muss gepflegt werden und du sprachst eben auch vom Förster, so ja mit zusammengearbeitet. Das war der Kollege. Wo auch dementsprechend Waldung, man verwilderten Wald sieht. Wie sieht es in Rahen aus? Verwilderten Wald. Das heißt, früher, Entschuldigung, dass man sagen, wurde Holz gesammelt. Da wurde alles ans Brennholz nach Hause gebracht. Wir leben ja, und das war eben, wie die Musik lief, so ein bisschen auch die Zwischengespräche. Man lebt ja im Überfluss, man hat ja alles. Wie schaut es da aus? Sie meinen jetzt mit wildem Holz, Totholz. Richtig, ja. Genau. Ja, doch, das, mittlerweile wird das ja liegen gelassen. Ne? Also da entstehen ja ganz tolle Biotope draus. Ne? Das ist ja für die Artenvielfalt enorm wichtig. Dann gibt es natürlich auch Abschnitte, das ist Wirtschaftswald, da stehen dann halt die Fichten und Glasien. Aber also bei uns wird wirklich auf eine gute Mischung geachtet, dass wir dann halt auch wirklich dann auch die einheimischen Gehölze haben und auch mit Totholz, ja, auf jeden Fall. In Kelmis hätte man halt ja nun reichlich Holz. Man ist ja gut beseelt in dem Zusammenhang. Würde ich so nicht sagen. Also wenn ich sehe, was wir so an Holzaktionen haben, dann ist es doch eher bescheiden aufgrund unserer kleinen Fläche. Wir haben Wald in Richtung nach Hauset hin, ne, Hausetter Straße. Dann Lütticher Straße ist rechts und links kein Wald mehr. In die andere Richtung, Morrisnet, haben wir noch ein bisschen zum Drillandpunkt hoch, aber auch das gehört zum größten Teil schon Morrisnet Village. Wir haben also nicht so viel Wald, als dass wir uns da massiv drum kümmern müssten. Also wir haben kaum wilden Wald, sage ich mal. Wir haben ein bisschen Wald, wo man noch drin spazieren gehen kann. Das ist auf der Seite von Hergenrath Richtung Aachener Grenze. Aber auch das sind alles schmale Streifen. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich mit den Förstern nur insofern regen Kontakt, als dass wir uns immer an sie wenden müssen, wenn Grundstücksbesitzer meinen, über ihre Bäume frei verfügen zu können. Ne? Also wir haben eine stillgelegte Sandgrube hier, wir haben in Kelmis eine stillgelegte Sandgrube und die Besitzer
ja, benehmen sich da teilweise so, als wäre völlig klar, alles, was da drin steht, gehört uns und wir dürfen fällen, was wir wollen. Also dann müssen wir sozusagen auch mit den Förstern vor Ort erscheinen und haben dann mit einigen Grundstückbesitzern durchaus Ärger. Und treffen Sie an der Gemeinde Lonzen mit Wald aneinander? Oder bin ich da ein bisschen falsch? Wir sind eine landwirtschaftliche Gemeinde. 80% unserer Fläche sind Wiesen und Felder. Wir haben auch noch 45 aktive Landwirte und wir sind auch stolz, dass wir eine ländliche und landwirtschaftliche Gemeinde sind. Wir haben 3% unserer Fläche ist Wald und von den 180 Hektar Wald, die wir besitzen, das sind die Hälfte in der Gemeinde, das sind die 3% und der Rest liegt auf Gebiet Raren, das ist etwas von der Zeit der Bank Wallhorn, die ja sehr viel Waldungen hatte und das die ungeteilten 90 Morgen, die ja auch ungeteilt sind zwischen Raren, Hauset und Hergenrath, die damals Teil waren der Bank Wallhorn. Aber das ist jetzt Geschichte, aber wir haben auch effektiv Wilderwald, aber das muss man sich dann gewöhnen, dass ein Wald nicht gepflegt sein muss. Es gibt auch Leute, die wollen Rasen, englischen Rasen. Ich sage dann eher, okay, das ist schön, die Leute das haben wollen, aber vielleicht auch eher den Rasen, der ein bisschen länger wächst, auch ein bisschen Löwenzahn und ein bisschen Unkraut, weil Unkraut ist Kraut und ist nicht unbedingt schlecht für die Natur. Die Biotope, die Artenvielfalt braucht effektiv Naturschutz, braucht Natura 2000 Gebiete, braucht Wegeränder, braucht aber auch im Wald Flächen, die weniger gepflegt aussehen, aber die dafür viel reicher sind. Und das ist schön. Man spricht eben davon, ihr habt wahrscheinlich Grünfläche. Ja. Ist die Grünfläche nicht zu sehr gebügelt? Du sprachst von wilden Flächen in dem Sinne. Aber heutzutage wird ja auch der Landwirt ein bisschen in die Enge getrieben, er hat es nicht einfach. Er muss sich nicht nur allein mit Vieh dadurch schlagen, sondern er muss andere Sachen anbauen und anpflanzen. Geht dadurch nicht ein bisschen Natur in dem Sinne für Wald und Vögel und vor allen Dingen für ein Insekt, Bienen, verloren? Vielleicht ein bisschen, aber das muss man jetzt auch nicht übertrieben. Es gibt verschiedene Arten der Landwirtschaft, die auch alle verträglich sind. Es gibt ja auch Normen, also dann ja auch eingehalten werden von den Landwirten. Es gibt Biolandwirte, klar, es gibt traditionelle Landwirte und dann etwas intensivere Landwirtschaftsformen. Alle können zusammen, glaube ich, leben und insgesamt kann man schon einiges tun für die Artenvielfalt und auch in den Wiesen. Okay, wir haben jetzt die erste Ernte der Silage, aber auch des Honigs. Ja, das war ja jetzt in den letzten Tagen und da haben wir sehr leckeren Honig, Frühlingshonig, aber der kommt hauptsächlich von eher in der Gegend, von Weißdorn, der kommt von Löwenzahn und der kommt auch von Weiden, weil die auch sehr interessant sind. Und ich denke schon, dass es noch eine sehr große Artenvielfalt gibt durch eine Landwirtschaft, die auch insgesamt viel verträglicher geworden ist, auch wenn sie hier und da intensiv bewirtschaftet wird, auch wenn es mehr Maisfelder gibt als in der Vergangenheit, aber es ist auch eine leidende Realität der Landwirtschaft, die in dem Rahmen leben muss, wo sie gesetzt wird von europäischen und internationalen Normen. Ich hätte auch lieber, wenn der Bauer vielleicht 10%, 20% weniger Milch produzieren würde, aber dann 50 Cent pro Liter hätte und nicht 27 oder 28 wie jetzt. Dieses heiße Thema haben wir schon mal diskutiert. Ja. Aber gehen wir mal zu Raren. Wie sieht es da aus? Land- bzw. ländliche Flächen? Grünflächen? Ja, die öffentlichen Grünflächen, die bewirtschaften wir schon seit 5 Jahren ohne Pestizide. Da haben wir auch einige 10.000 Euro in Geräte investiert, in ein Heißwassergerät, in Gasbrenner und eine Unkrautbürste, um das halt mechanisch, um die Unkräuter mechanisch zu bekämpfen und halt nicht zu spritzen, was ja bekanntlich bienenschädlich ist. Ja, ansonsten sind wir ja eine Maya-Gemeinde, das heißt, dass wir jährlich auch Anpflanzungsaktionen haben, halt von Wildstrauchhecken. Da haben wir schon einiges gepflanzt. Ja, wir haben Baumsetzlinge verteilt. Jetzt haben wir mit dem Tennisverein haben wir jetzt wieder ein Projekt mit einer Streuobstwiese. Ja, also da wird einiges getan in der Gemeinde Raren. Ja, seid ihr gut unterwegs. Ich schaue zum Kenntnis aus der Hintermann. Sie sprachen da eben von der Bevölkerungsdichte sehr eng. Das heißt also kein Platz für Natur. Nein, wir haben eigentlich überraschend viel Natur, würde ich sagen. Wir haben den Casinoweiher.
Wir haben rundherum noch sehr viel Wiesen. Wir haben ein Programm aufgelegt oder beziehungsweise wir beteiligen uns an dem Programm die späte Maat. Das heißt, alle Wegesränder werden so spät wie möglich gesenzt. Also in diesem Jahr wird es wahrscheinlich schwierig werden, weil die jetzt schon so aussehen, als hätten wir schon September. Aber auch das wird irgendwie berücksichtigt werden. Das heißt, wir haben an vielen Flächen tatsächlich blühende Wiesenblumen. Ich sehe das auch bei den Bauern teilweise, dass die nicht mehr so, wie ich das von früher kenne, rein grüne Flächen haben, sondern es wachsen wieder alle möglichen Blumen auf ihren Wiesen. Und wir haben natürlich auf den Flächen, die die Bevölkerung an sich bewirtschaftet, sage ich mal, wir versuchen vorzugeben bei Baugenehmigungen, was nachher zur Einfriedung der Häuser gepflanzt werden sollte. Keine Koniferen, kein Buchsbaum oder sonst was, sondern naturnahe Hecken. Wir empfehlen den Leuten, Büsche in ihre Gärten zu pflanzen. Wir sagen, bitte fangt erst gar nicht mit einem Hochstamm an, sondern setzt einen niedrigen Apfelbaum hin, weil wir haben auch auf der anderen Seite natürlich permanent die Anfrage, vor 20 Jahren hat jemand einen schönen Hochstamm gesetzt, der ist jetzt so, meine Garage wird davon in Mitleidenschaft gezogen und von daher möchten wir den wieder fällen. Also wir haben schon relativ viele Naturflächen, müssen natürlich mit dem Bürger immer schön in Kontakt bleiben, um sozusagen diese Blaustein-Kies-Edelstahl-Gärten sozusagen im Zaum zu halten. Sie nennen da ein ganz interessantes Thema, Blaustein-Edelstahl-Gärten. Die Entsorgung von diesen grünen Abfällen, wie sieht es in Kelmisterhaus? Es gibt ja nur, sage ich jetzt mal, Genutzteil Hergenrad, es gibt ja auch viele Privathäuser, wo viele Gärten dran sind. Wie schaut es da aus mit dieser Entsorgung von diesen grünen Abfällen? Findet man im Wald auch noch davon wilde Deponien? Wenig eigentlich. Eigentlich wenig. Also einmal haben natürlich die Kelmser und Herrenräte auch die Möglichkeit, über Visa zu entsorgen. Wir haben aber auch im Containerpark, sage ich mal jetzt gerade im Frühjahr oder wann auch immer die Schnitthochsaison ist, mindestens immer zwei Container stehen, die mit grünen Abfällen von den Leuten gefüllt werden können. Das heißt, die kommen tatsächlich dann mit ihrem kleinen Anhänger oder mit einer Schubkarre, wenn sie in der Gegend wohnen, und bringen die grünen Abfälle dann zum Containerpark. Viele Leute, die noch einen Garten haben, der einigermaßen groß genug ist, kompostieren selber. Also es gibt selten... Gibt die Gemeinde Anleitung zu der Kompostierung? Ja, sicher. Ja. Also wir haben... zu verschiedenen Anlässen sozusagen auch Anleitungen gegeben, wie man kompostiert. Wir haben ich glaube, es ist im vorigen Jahr gewesen, haben wir auch mal an so einem Aktionstag einen Kompost selber mal so aufgesetzt. Es gibt ja verschiedene Bausätze für Kleinstkompostierungsgeschichten. Das ist schon passiert. Es gibt ganz selten, sage ich mal, noch so Meldungen. Wir haben ja die schöne Göhl durch Kelmis fließen, dass jemand nochmal wieder hingegangen ist und hat seine Schubkarren voll Grünschnitt dann in die Göhl gekippt. Wie auch immer er das begründen möchte, was daran jetzt fortschrittlich ist oder nicht, um dein Zeug einfach loszuwerden. Das gibt dann eigentlich auch, wenn das klar ist, dass jemand sowas macht, gibt es auch eine Verfolgung, eine Ermahnung, eine Ordnungswidrigkeit oder wie auch immer. Aber es ist selten geworden, sage ich mal. Lisa entsorgt, wie wir es gerade hörten, dementsprechend diesen Grünschnitt. Gibt es da eine Größenordnung, was da so anfällt von der Gemeinde Kelmis, sage ich jetzt mal, im Großen und Ganzen? Von der Gemeinde Kelmis jetzt nicht, aber ich kann auch bestätigen, dass eben Kelmis auch eine der Hauptgemeinden ist, wo wir eben auch sehr viele Container zurzeit haben. Aber ich würde schon sagen, dass dieser hier in der Region der Partner ist, der für die Entsorgung der grünen Abfälle einfach zuständig ist. Das heißt, es kann auch jemand sofort zu euch kommen, dementsprechend das Grünzeug ablagen. Genau. Ist das kostenpflichtig? Genau. Weil für die Visatonne muss man ja bezahlen. Ich glaube, genau, für die Visatonne gibt es also eine Pauschale. Mhm. Das ist eine Pauschale, die eben für die ganze Saison gilt. Und die Saison ist immer von Anfang März bis Ende November. Bei einer wöchentlichen Leerung beispielsweise für eine 120-Liter-Tonne oder für eine 240-Liter-Tonne kostet es 71 oder respektive 128 Euro. Als Pauschale kommt auch nichts mehr dazu, ob die Tonne jetzt jedes Mal voll draußen stand oder auch mal nicht draußen stand. Wir machen das also, wie gesagt, wöchentlich und das schon über 25 Jahre, haben ganz klein angefangen und sind mittlerweile hier in der Gegend fast bei 7000 Containern, die wir wöchentlich leeren zwischen März und Ende November. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass ein ganzes Teil davon auch in den Müll oder in den Hausmüll gelangen würde, da kann man sich schon
vorstellen, wie viel das ausmacht. Und jetzt, um auf die Frage zu antworten bezüglich der Preise, es ist leider im Moment nur so, dass die Stadt Eupen für die Eupener bezahlt. Das heißt, die dürfen die Anlage gratis nutzen, müssen dann halt ihre Containerparkkarte vorhalten und damit sich eben als Eupener ausweisen. Und für die anderen ist es kostenpflichtig. Da ist es für einen kleinen Einachsanhänger eben 5 Euro und für einen Doppelachsanhänger normale Befüllung 10 Euro und für einen Kofferraum 2 Euro. Und wir haben auch viele Kunden, die aus Raren kommen, weil sie einfach sagen, ja, in Raren, wenn der Container dann voll ist, dann schickt man uns nach Eupen, oder wenn sie Wurzeln haben, das nimmt man halt in Raren nicht an, und auch das können wir eben alles bei uns entsorgen. Und für meine, eine Größenordnung vom Jahr zu geben, wir liegen ungefähr bei 15.000 Tonnen, die wir jedes Jahr wiederverarbeiten, und wir haben auch wieder in die Natur zurückbringen. Ja. Wir haben also auch verschiedene Unternehmen, die eben aufgrund der hohen Standards auch bei uns abholen, die eben auch unseren Kompost abholen, den wieder weiterverpacken, und wir verkaufen eben auch diesen Kompost, unter anderem die Firma Eifelholz, die holt eben bei uns wöchentlich ab, oder eben große Landwirte aus der Gegend oder eben auch Forstverwaltungen, die die nötigen finanziellen Mittel haben, um eben auch ihre Schneisen wieder zu düngen, was auch ein interessantes Thema ist, ja. Ganz interessantes Thema. Absolut. Wie geht man in den Gemeinden um? Und zwar, sage ich jetzt mal, unverträgliches Unkraut für nicht. Wir haben eben so gehört, da gibt es irgendwo eine tolle Maschine, die das kann. Wie sieht es in Pflanzen aus? Habt ihr das gleiche System, oder geht man noch so richtig wie früher? Nein, Pestizide sind auch nicht mehr, werden auch nicht mehr gebraucht. Nicht seit 5 Jahren, aber vielleicht 2 oder 3 Jahren von unserem Bauhof. Und in Arbeit ist selbstverständlich viel mehr Arbeit. Wir haben dann auch eine Maschine gekauft letztes Jahr, 25.000 Euro. Wir haben einen Verbrenner und wir haben verschiedene Sachen. Ist die Maschine für alle 3 Gemeinden oder hat jede Gemeinde? Nein, wir haben eine eigene, und die ist permanent im Einsatz. Die macht auch Bürgersteige, und das sieht man, das hat wirklich geholfen. Auch die Bürgersteige, die wachsen zu, alles wächst zu. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Kilometer Bürgersteige. Wenn man weiß, was schon jemand an Arbeit hat, wenn ich 1000 Quadratmeter zu Hause habe und davon sind 700 Quadratmeter Grünfläche, und dass man dann berechnet, Gemüsegarten und der Rest, was das an Arbeit ist, dann muss man das multiplizieren auf Gemeindeebene. Wir haben 16 Arbeiter, die sind zuständig für nicht nur grüne Anlagen, aber auch für die Gebäude, für Straßen, für x Sachen. Und nur unsere Friedhöfe, das sind während 8 Monaten eine Person für 3 Friedhöfe. Und trotzdem wächst noch Unkraut. Und das ist ziemlich unerträglich für viele Leute, weil Friedhof Ort des Respektes, Ort der Ruhe, des Gebetes, der Stille. Und da wird man nicht so mit fertig, wenn da Unkraut oder Gras wächst. Und das ohne Pestizide zu tun, ohne Chemie, ist schon relativ aufwendig. Wie sieht es in Fahren aus? Ja, wir hatten natürlich auch eine Umstellungsphase, dass halt auch die Arbeiter erstmal mit den Geräten vertraut werden müssen. Wir haben vorher, bevor wir die Geräte angeschafft haben, haben wir verschiedene ausprobiert in anderen Gemeinden. Und als wir die dann da hatten, klar, das bedarf natürlich einer Einarbeitungszeit. Und da war es effektiv so, dass wir dann im ersten Jahr doch einige Reklamationen hatten, weil das war dann auch ein sehr feuchtes Jahr, wo das halt dann wahnsinnig wuchs, das Unkraut. Aber mittlerweile hat sich das sehr gut eingespielt, und ich muss sagen, bei uns wird eigentlich am effektivsten der Gasbrenner eingesetzt, gar nicht dieses Heißwassergerät, das ist eher auf den Friedhöfen. Aber damit kommen die Arbeiter sehr gut zurecht und auch sehr schnell. Dann bin ich ein Umweltexperte. Ja. Was ist vorteilhafter? Fragt mal den Experten. Vielleicht, Herr Dumm, haben Sie da einen Erfahrungswert, wo Sie sagen, okay, das könnte besser sein? Nein, also da kann ich jetzt so gar nichts zu sagen, weil wir ja praktisch auch nicht in die Gärten der Leute kommen. Nee, aber ich spreche jetzt von Gemeinden. Nein, grundsätzlich, also da wüsste ich jetzt nicht. Also ich habe weder das eine, ich habe zwar von beidem gehört, ich kenne es nur von meinem vorherigen Berufsleben eben klassisch, eben wo eben gespritzt wurde. Also mehr kann ich jetzt auch nicht dazu beitragen. In Chemnitz wird natürlich auch nicht mehr gespritzt. Wir haben auch so ein Heißwassergerät, wir haben auch Gasbrenner. Heute hatten wir noch so eine Konzertierung dazu, weil es auch wieder Beschwerden gab. Der Bauhof in Kelmes ist so unterteilt natürlich in Immobilienabteilung und Gründienst. Im Gründienst gab es einige Krankenstände, sodass die ein bisschen spät im Jahr sozusagen mit voller Mannschaft vorhanden waren. Und wir haben heute nochmal drüber gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass dieses Heißwassergerät nicht das schafft, was man früher sich von Unkraut, Ex und ähnlichen Mitteln versprochen hat.
Wenn man früher irgendwo massiv mit Unkrautex vorgegangen ist, dann hatte man danach eine ganze Weile 3, 4, 5 Monate Ruhe. Das geht mit dieser Maschine nicht, soll auch nicht so gehen. Das führt aber dazu, dass wir eigentlich nach dem Frühjahr kontinuierliche Runden fahren müssen. Und das konnte dieses Jahr so nicht passieren, was dazu führt, dass jetzt aus der Bevölkerung kommt, ja, warum ist das nicht, warum ist das nicht? Und für die manuelle Nacharbeit fehlen dann auch Leute. Das heißt, auch die Leute müssen sozusagen gedanklich mitkommen und können nicht sagen, okay, jetzt macht er keine chemische Keule mehr, jetzt macht er eben das, aber das Ergebnis ist nicht dasselbe, wenn ich nicht massiv trotzdem manuelle Arbeit noch einstelle. Das heißt, da liegen versteckte Kosten, die gewaltig explodieren, oder? Für die Umwelt. Man muss, sage ich mal, mit dem Personalbestand anders umgehen. Ne? Man muss es vielleicht früher mitbekommen, wo ich einsetzen kann. Wenn ich die Maschine, glaube ich, einsetze, wenn die Pflanzen noch sehr klein sind, dann kann ich damit sehr viel mehr bewegen, als wenn ich sozusagen zu spät komme. Wir haben schon diese Höhe und dann schafft diese Maschine, glaube ich, ganz, ganz wenig. Mhm. Ne? Weil ich das, was sie geschafft hat, sozusagen doch manuell noch entfernen muss. Das heißt, ich muss den Zeitpunkt richtig treffen und ich muss wirklich kontinuierlich weitermachen. Und das, sage ich mal, scheint im Moment durch den Krankenstand ein bisschen schwierig geworden. Das lassen wir mal sacken. Lassen wir mal ein bisschen Musik spielen. Ja, ja, doch mal glauben. Das Religion wurde damals geworden. Aber die Natur hat uns vor dem Griff, und zwar in Sachen Umwelt, in der Sendung nachgefragt, heute am Donnerstag, den 31. Mai. Und wir haben schon einige Themen schon mal hier aufs Tapet gebracht, aber eine ganz interessante Sache, wo wir jetzt hinwollen, ist die Luftverschmutzung. Luftverschmutzung in unseren Breitengraden hängt damit vielem zusammen und jede Gemeinde hat ja irgendwo eine Möglichkeit, diesmal zu prüfen. Wie schaut es da aus, Michael Franzen? Wie ist die Luftverschmutzung? Man kann immer sagen, wir haben die beste Luft, ja, Landluft. Kann man so sagen, aber gibt es da irgendwo Zahlen oder Erfahrungswerte? Das kann man alles messen, es gibt ja auch Normen, aber das ist nicht eine Sache, wo eine Gemeinde aktiv ist und wirklich in ihren Dörfern oder Dorfwerne die Luftverschmutzung messen tut. Das ist nicht unbedingt in den Sachen, die wir machen, okay, es passiert dann, wenn etwas passiert, wie es vor 2 Jahren der Fall war in Wallhorn. Mit dem Rußausstoß, okay, dann hat man effektiv eine massive Angelegenheit und dann nimmt man Kontakt mit der Umweltpolizei und die hat da schon Möglichkeiten. Es gibt doch jetzt in Ordnung, ist doch auf Privatinitiative oder irgendwo, ist doch so eine Idee mal jetzt auf den Weg gebracht worden. Die Idee kenne ich jetzt nicht, vielleicht. Kann jemand die hier. Also von Eckigo, ja, genau. Ja. Also da haben wir uns da. Mit der Lokalgruppe Raren haben wir uns da angeschlossen. Also wir haben auch an verschiedenen Standorten in der Gemeinde Raren haben wir die Geräte angebracht und werden jetzt mal abwarten, was die Messungen ergeben. Liegen noch keine Resultate? Nein, das wird erst vorgestern. Hinter ja. Mal in Kelmis, Sie sagten dicht besiedelt und da ist ja nun auch jede Menge Durchgangsverkehr. Wie schaut es da aus? Gibt es da irgendwo Messungen? Die Lüttischer Straße ist eine stark frequentierte Straße. Auch die Straße von, sage ich jetzt mal, Hergenrathauser drunter von Autobahnen sind ja zigtausende Fahrzeuge, die pro Tag da runterkommen. Gibt es da irgendwo, weil ich wohne selbst da und denke manchmal, die Luft kann aber nicht das Ideale sein. Herr Hintermann, haben Sie da eine Idee für uns? Lüttischer Straße ist sicherlich eine sehr stark befahrene Straße. Es gibt keine Messungen zurzeit. Wir haben da mal drüber diskutiert, aber es ist noch nicht umgesetzt worden. Ich weiß auch nicht, ob der Wille dazu besteht. Es gibt Staus, also in den meisten Fällen ist es ja so, dass nur bei bestimmten Wetterlagen die Luft tatsächlich so schlecht wird in unseren Breiten, dass sie die Normen nicht mehr erfüllen würde. Auf der Lütticher Straße passiert das manchmal bei bestimmten Staus. Also wenn LKWs anfahren, abladen, unter normalen Bedingungen eigentlich nicht. Die Strecke zwischen Kelmis und Hauset hat eigentlich seinen Höhepunkt morgens früh, wenn die Kinder zur Schule gebracht werden und mittags oder nachmittags, wenn sie wieder abgeholt werden. Das heißt, auch in dem Bereich kann man, glaube ich, noch nicht wirklich von schlechter Luft sprechen, weil es von der Lage
dieser Straße in Hergenrath nicht so ist, dass da Luft gefangen gehalten wird. Das heißt, wir liegen eigentlich in einem sehr guten Durchzugsgebiet. Man muss eigentlich mit der Bebauung gucken, dass das auch so bleibt, dass man diese kalten Schneisen, die im Moment tatsächlich noch existieren, dass man die beibehält. Die einzige Stelle, wo in Kelmis tatsächlich so ein Loch entsteht, ist ein bisschen, wenn man die Lütticher Straße runterfährt zur Göhl. Da muss man ein bisschen aufpassen. Und das ist ein Kessel, der sich da... Das ist ein Kessel, danach geht es wieder hoch. Das wäre so eine Stelle, wo ich auch empfehle, dass man da mal nachprüft, was denn da passiert, weil es geht eigentlich zu allen Seiten hoch, außer zu der Seite, wo die Göhl abfließt. Da müsste man mal was unternehmen, weil da unten auch Gewerbe angesiedelt ist. In den anderen Gegenden befindet man sich zum großen Teil, Kelmis ist sehr hügelig, finde ich. Ich fahre da Fahrrad, ich kenne das. Es ist sehr hügelig und in den meisten Fällen befindet man sich entweder oben oder dann höchstens Lütticher Straße und danach geht es wieder hoch. Das heißt, von der Wetterlage her ist es bei uns eigentlich relativ cool. Luftverschmutzung, und jetzt gehe ich vielleicht ein heißes Thema an, und auch Umwelt, Tiersch. Tiersch und Duhl, ein heißes Thema, das sehr oft diskutiert wird. Gibt es in unseren Gemeinden eine relaxe Haltung, wo man sagt, alles übertrieben, weil in der Ecke hier wird ja auch sehr viel geschaut, nach links, nach rechts, man schaut ja auch viel deutsches Fernsehen, man wurde sogar eine Petition hier unterlegt. Wie sieht denn in unseren Gemeinden aus, hat man sich mit diesem Thema, das ja nun auch mit zur Umwelt gehört, das mit Luft ist, und wir liegen mal so gerade 30 Kilometer Luftlinie von diesem Kernkraftwerk, hat man sich in der Gemeinde schon mal damit beschäftigt, oder? Nicht offiziell. Es ist klar, dass es sehr viele Bürger gibt, die, und auch Gruppierungen, auch in unserer Gemeinde. Wir wurden nicht direkt dazu gebeten, uns dazu zu positionieren, meinen aber auch, dass es keine Gemeindekompetenz ist. Es ist keine Gemeindekompetenz? Nein, das ist ganz privat. Aber ich denke, als Politiker kann man irgendwo ganz genau. Und wenn es ganz privat würde ich hier sagen, okay, für mich müssen, weil dann keiner Zweifel, großer, keinen Zweifel besteht, müssten die Anlagen, wo effektiv diese Risiken sind, in diese Zeiten. Ist es effektiv? Und das war ich Frage. Weiß nicht, ob es ein Risiko ist, weil ich kein Ingenieur bin. Nein, die Frage geht ganz einfach. Es wird ja so hochgebauscht. Ich meine, wir leben auch und wohnen ja auch in der Einflugschneise von Deutschland, wo es jede Menge Kohlekraftwerke gibt. Da lässt auch nicht alles Nettes, was da rauskommt. Ist das nicht eine Sache, die irgendwo hochgebauscht wird, irgendwo übertrieben wird? Weil der, sage ich jetzt mal, der Bewohner draußen fühlt sich manchmal irgendwo, Entschuldigung, ein bisschen verschraubt. Jeder braucht Energie, jeder braucht Licht, braucht Strom. Eins, zwei. Effektiv, man differenziert kaum, und ich denke, dass Braunkohle viel mehr Umweltverschmutzung macht und Luftverschmutzung macht global als die Kernenergie, wenn sie funktioniert. Wenn sie funktioniert. Aber das Risiko ist da. Ist es reell? Ist es übertrieben? Weiß ich nicht. Ich bin kein Ingenieur. Andererseits gibt es Leute, die sagen, es gibt ein Risiko, aber auch minimal. Und wenn es ein Risiko in so einem Bereich gibt, dann soll man aus Vorsicht sagen, wir gehen das Risiko nicht unbedingt ein und halten das ein, was man versprochen hat, in Belgien die Kernenergie mit und mit abzubauen und das auch einzuhalten. Ich glaube, die Regierung hat Beschlüsse gefasst. In 6 bis 7 oder 8 Jahren wird kein Kernkraftwerk mehr funktionieren und mit Sicherheit nicht mehr die 2 oder 3, aber in Tiersch und Duhl, die wahrscheinlich problematisch sind. Ich sage das ganz vorsichtig, weil ich möchte nicht da mit Credo sagen, es ist so. Nein, bis dato denke ich, dass effektive die Beweislast schmal ist. Frau Vertrein, Sie wohnen ja nun in einer Ecke, wo sehr viele deutsche Mitbürger, die zu uns gekommen sind, die auch herzlich willkommen sind. Und das ist alles wunderbar. Aber denken Sie da und haben Sie nicht manchmal das Gefühl, dass da etwas sehr viel schnell hochgekommen ist? Das denke ich überhaupt nicht. Also man denke nur an Naturkatastrophen wie in Fukushima oder Terroristenanschläge. Mhm. Da ist ja keiner vor gefeit. Da kann man sich nicht absichern. Mhm. Und dann möchte ich auch noch das Thema Endlagerung ansprechen. Also man produziert ja ständig Müll, der noch Hunderttausende von Jahren, wenn nicht sogar Millionen Jahre noch strahlt. Und wo soll man das lagern und wer möchte sowas dann vor der Haustür haben, wenn man dann mal so einen Ort gefunden hat? Also ich würde mich da nicht melden, oder ich fände es nicht schön, wenn auf der Gemeinde Rahr ein Endlager gefunden wird. Also ich finde, die
Energiegewinnung durch Atomkraftwerk kritisch. Hat man dann in der Gemeinde Haaren irgendwo Vorsorge getroffen? Sollte was passieren? Ja, jetzt von der deutschsprachigen Gemeinschaft sind doch jetzt Tabletten zur Verfügung gestellt worden, oder beziehungsweise man bekommt ja was. Ja, Jodtabletten, ja. Aber okay. Sind, glaube ich, alle nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, wer hier noch unter 45 ist, ein paar, aber die anderen brauchen keine Jodtabletten mehr. Das ist schon mal klar. In der Gemeinde Kelmes ist es auch kein tatsächliches Thema. Es gab so eine Zeit, da gab es immer verschiedenste Petitionen beim Gemeinderat, und weil es so ein Hin und Her war und eigentlich nur ein politisches Ränkespiel, wurden diese Petitionen dann beim Gemeinderat erstmal ganz außen vor gehalten, sodass der Kelmser Gemeinderat nicht darüber abgestimmt hat, sollen wir jetzt für Tihange oder gegen Tihange sein. Meine Meinung ist, diese Dinger gehören so schnell wie irgend möglich abgeschafft, aus den Gründen, wir haben kein Endlager, wir haben nicht unbedingt den Bedarf an so viel Strom, wie jetzt noch aus diesen Kernkraftwerken rausgezogen wird. Wenn es diese Dinger nicht gäbe, dann wären wir mit den regenerativen Energien vermutlich schon sehr viel weiter. Also es ist einfach ein Bremsklotz. Diese Atomenergie, finde ich, hat sich zu einem Bremsklotz entwickelt, weil die Betreiber tatsächlich möglichst viel Kapital natürlich daraus generieren wollen. Es ist einfach immer so gewesen, wird auch weiter so bleiben. Und das ist der Grund dafür, dass die Alternativen so ins Stocken geraten sind. Die waren im Prinzip, finde ich, schon mal auf einem besseren Weg, wie sie im Moment sind. Von daher ist meine Meinung, die Dinger gehören einfach relativ schnell abgeschafft, damit man den Weg frei machen kann, um sich neuen Feldern zuzuwenden. Wobei wir dann ein ganz interessantes Thema sind. Wir nehmen ja gerade eine Runde Musik mal mit, und dann kommt die Sache Energie. Aber kommen wir nochmal zu der Sache Energie allgemein. Weil das hat ja auch etwas mit Umwelt zu tun, und viele Sachen werden wieder zurückgewonnen. Energie selbst, wir sprachen über Kompostierung, die sich da wieder zurückfindet. Auf der PISA-Seite kann man sehen, wie man Kompostierung macht. Das heißt, der Mutter Natur etwas zurückzugeben. Aber wir hatten ja auch eben die Sache mal kurz angerissen. Woher kommt denn unser Schlauchstrom, dementsprechend, der uns ja alle so den Komfort bringt? Was tut die Gemeinde Lonzen, um eigene Rückgewinnung von Strom oder Strom zu erwirtschaften? Ja, wir waren Kommunenphotovoltaik, eine der 10 Gemeinden der Nordstrahlung. Damals, wie es mit der Photovoltaik anfing, haben wir 2 Anlagen, Dorfhaus Ballon aus Arna und Dorfhaus Lonzen installiert, und da haben wir sehr, sehr viel sensibilisiert. Heute ist die Gemeinde Lonzen, ich glaube, an 4. oder 5. Stelle in ganz Belgien, was die Anzahl Photovoltaikanlage pro Einwohner betrifft. Und da denke ich schon, dass wir eine Menge an Strom produzieren. Ich glaube, so viel wie 2 oder 3 Windräder. Das ist schon mal eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber die beste Energie ist die Energie, die man nicht verbraucht und die man wirklich nicht verpulvert. Und da investieren wir als Gemeinde relativ viel in den Schulen, in den Gemeindegebäuden. Wir haben zum Beispiel 400 Fenster ersetzt in den 3 Schulen, letztes Jahr ein ÖREBA-Programm, auch mit Unterstützung der Region, und versuchen dann auch mit und mit mehr und mehr in den Gemeindegebäuden energieschonend zu bauen, umzubauen und Maßnahmen zu treffen, um dann auch die Bürger dazu zu animieren, in der Richtung zu gehen. In Raren? Ja, ich bin leider nicht die Energieschöpfin, da könnte mein Kollege jetzt viel detaillierter und genauer zu berichten. Aber es liegt ja nahe. Ja, genau, also auf jeden Fall kann ich da so einiges erzählen. Also wir haben da ganz massiv mit Photovoltaik aufgerüstet, also auf den gemeindeeigenen Gebäuden, da wo es ging. Ich meine, es sind um die 10 Anlagen, die wir da haben, und damit verdienen wir auch richtig viel Geld. Also damit konnten wir die Umweltmanagerin, die wir dann eingestellt haben, konnten wir das damit tragen. Die Umweltmanagerin hat auch unsere ganzen Gebäude inspiziert. Also wir haben Energieaudits gemacht, die Heizanlagen wurden kontrolliert, neu eingestellt. Es wurde auch gedämmt, neue Fenster. Ja, wir haben auch teilweise umgestellt von Öl auf Gas. Ja, und dann Windräder ist natürlich so eine Sache, da muss man sich ja an bestimmte Auflagen halten, also mit Abständen.
Da ist das bei uns ein bisschen schwierig. Also bei uns wäre eigentlich die einzige Möglichkeit im Wald, aber da ist die belgische Gesetzgebung ja noch nicht so weit, dass man das so ohne weiteres erlaubt. Ansonsten hätten wir eventuell schon ein Windrad. Ja. Finden Sie Windräder ideal? Auf jeden Fall besser als Atomkraftwerke, ganz na, klar. Okay, lass uns mal vor. Aber finden Sie Windkrafträder in dem Sinne ideal? In dem Zusammenhang kriegst du ja auch wieder einen Eingriff direkt in der Natur. Wohingegen, ich sage jetzt mal, so nach Paneelen ist eine ganz andere Baustelle. Windkrafträder, denke ich mir mal, unser lieber Federvieh, genau, die Vögel tun sich da richtig schwer mit, oder? Ja, stimmt, die werden kontrovers diskutiert, auch mit Avis. Ist halt der Meinung, dass die Vögel oder beziehungsweise Fledermäuse dann doch schon beeinträchtigt werden. Klar, das, da muss man halt Studien, Umweltverträglichkeitsstudien vorher machen. Das ist ja auch eine Auflage. Und da muss man natürlich abwägen. Ne? Also ne, Energie muss irgendwie herkommen, irgendwo herkommen. Und da muss man halt dann auch vielleicht mal einen sauren Apfel beißen. Aber die sind ja wieder schnell abmontierbar. Wenn es eine andere Möglichkeit gibt, braucht man die nicht für Milliarden von Euro abmontieren wie ein Atomkraftwerk, was der Steuerzahler dann auch noch zahlen muss, wovon nie gesprochen wird. Aber so ein Windrad ist ganz schnell wieder abzumontieren. Hintermann-Gelnis ist ja, sage ich jetzt mal, auch so ein bisschen im Baufieber. Die Gemeinde hat einige neue Gebäude angesteuert und. Wie sieht es da aus mit Energieeinsparungen? Nehmen wir mal das Museum, das da unten ein Riesengebäude ist. Mhm. Wie gut ist es isoliert? Wie gut ist es abgedämmt? Also das Museum ist eine Immobilie, die unter Denkmalschutz steht. Das heißt, der Denkmalschutz hat uns natürlich vorgegeben, was an diesem Bauwerk gemacht werden kann und was nicht. Das heißt, wir haben versucht darauf zu reagieren, dass wir an Stellen gedämmt haben, an denen man normalerweise nicht dämmen würde. Sage ich mal, die ganze Dachkonstruktion ist sozusagen nicht in der Schräge gedämmt, sondern in der Waagrechten. Ganz interessante Sache, Energie und Energierückgewinnung. Gehen wir in ganz andere Sparte rein, und zwar nehmen wir auch ein ganz wichtiges Thema, die Umwelt, Wasser, Wasserenergie. Und da Pisa angesiedelt ist, jetzt auf der Hohe Domäne in Heupen, wie schaut es da aus? Ich nehme ja auch an, dass von dem Recycelten, es regnet drauf, es geht ja irgendwo im Boden rein. Besteht da keinerlei Gefahr, dass sich irgendwie ein Trinkwasser, weil Orban hat ja nun auch ein gewisses Trinkwasser, das es eigen erarbeitet. Steht da, ist da irgendwo keine Gefahr, dass da irgendwo etwas kommt? Ich möchte da nicht irgendwie in die Bedulde bringen. Nein, absolut nicht. Nein. Aber ist die Frage, die mal erlaubt sein sollte. Also die Anlage ist ja ein komplett geteerter Platz und der praktisch nach innen hin zu Abflüssen hinzulagt, sodass also kein Wasser, was letztendlich durch den Kompost durchgehen würde, nach außen in die Umwelt eintreten kann. Also selbst jetzt, wo wir diesen Starkregen haben, haben die Abflüsse das problemlos bewältigt bekommen. Das hört sich richtig gut an. Roger, in Bonzen, ihr habt ja noch viel Zuwachs, da wird ja kräftig gebaut. Kanalisation. Sprechen wir von dem normalen, sag ich mal, Regenwasser. Wir reden noch nicht von diesen Fäkalien, aber dieses normale Regenwasser, was ja nun zur Zeit auf uns einbricht, wie sieht es da aus? Sind wir da gut aufgestellt? Das ist eine relativ komplexe Materie und da haben wir auch Altlast. Weil früher wurde gebaut und dann musste das Wasser irgendwo hin. Ist klar, dass bei jeder Parzellierung, bei jeder Bebauung es nicht ganz, ganz gezielt analysiert wird, was zum Bach evakuiert wird, was zwischengelagert werden muss durch privat. Jeder muss, in jeder Baugenehmigung in Lonzen, 7000 Liter Behälter haben und dann, was effektiv noch vor Ort in Teiche oder Wasserbehälter großer Art bleiben muss. Und da haben wir die Hilfe der interkommunalen AIDE. Wir haben dann ein Modul mit denen verabschiedet. Und bei jeder Parzellierung kriegt der Parzellier Auflage mit der AIDE, mit der interkommunalen, diese Thematik ganz spezifisch zu analysieren, Wasserklärung, Abwässerklärung und auch Wasserhaushalt, damit nicht alles zum Lonzener Bach, dann zur Göhl läuft, wo dann in Kelmis oder in Lonzen oder in Wallorn zu Überschwemmungen führt. Das Ganze ist eine sehr, sehr heikle und sehr technische Materie. Du sprachst eben von diesen 7000 Liter, sag ich mal, Rückhaltebecken, dass der Neubau anregen muss. Diese 7000 Liter kann er aber selbst wieder verwenden. Ja, selbstverständlich. Oder soll er die sogar? Das sind zwei Teile. Ein Teil
was er verwendet für WC und mhm. so weiter, und dann da, was sich langsam evakuiert Richtung Kanalisation und Richtung Bach. Weil das ist das Problem. Wir haben es ja gestern wieder gehabt, wir haben es fast jede Woche jetzt in der Periode Mai-Juni, Platzregen, 20, 25 bis 55 Liter Wasser pro Quadratmeter pro Tag. Und das führt dann zu sehr starken Konzentrationen an Wasser und auch dann an Risiken von Überschwemmungen. Das ist wirklich ein heißes Thema. Sehr heißes Thema. Ein heißes Thema. Wie sieht es in Aachen aus? Weil da war ja nun, sage ich jetzt mal, ich gehe mal 30 Jahre zurück, da waren noch viele Ecken, die hatten ja kein fließendes Wasser und Abwässerung. Aber wie schaut es da aus? Da sind ja noch ein paar Großprojekte, die sich da anbieten in dem Zusammenhang. Wie tüchtig wird denn da auf die Zukunft gearbeitet, der Entwässerung? Der Herr Roger hat da ein Modul angesprochen mit der AIDE. Diesen Vertrag haben wir auch mit der AIDE abgeschlossen. Dass da halt dann wirklich bei solchen Projekten darauf geachtet wird, mit der Wasserklärung und auch mit dem Regenwasser, mit der Versickerung. Und wie er auch schon sagte, in den Baugenehmigungen ist da jetzt, ja, wird da darauf jetzt geachtet, dass das Wasser irgendwo versickern kann oder dass eine Zisterne da ist. Zwischenfrage, gibt es dann auch, ob man, der das kontrolliert, dass es effektiv gemacht wird, wenn ich mal so die Frage an mir erlauben darf? Ja, also da fordern wir Kautionen für. Und das wird dann, wenn die Leute ihr Geld wieder haben wollen, dann kommt da jemand von der Gemeinde und kontrolliert. Und, ja. Hintermann, wie sieht es in Kirmes aus? Also das ist ja da die Bebauung in dem Sinne auch rege in dem Sinne. Da stehen ja auch noch einige Bauprojekte wieder an von Siedlungen und. Da ist ja auch in Heimrat tüchtig, wird da gerudert, gemacht und getan. Wie sieht es da aus? Sind die Kanalisation oder ist die Kanalisation, die dort zurzeit zur Verfügung steht, diesen Ansturm gewappnet? Wir arbeiten ja auch mit der AIDE mit den Modulen zusammen. Das heißt, bei allen Siedlungsprojekten, die jetzt schon genehmigt worden sind, und jetzt das letzte Projekt natürlich Völkersberg in Hergenrath ist das größte und kontroverseste. Da muss natürlich für jedes Gebiet ganz pingelig mit der AIDE zusammengearbeitet werden, was ist machbar, was muss erweitert werden, bis zu welchem Knotenpunkt muss erweitert werden. Das wird natürlich genauso durchgeführt. Es gibt natürlich auch bei uns diese Vorschriften, wie groß das Gewitterauffangbecken eines neuen Einfamilienhauses sein muss. Es gibt auch weitere normale Kanalbauprojekte in Straßen, die sozusagen schon Bestand sind, die aber bis jetzt in der Sapage-Zone sind, wo eigentlich individuelle Klärung noch angesagt war, aber wo man sagt, okay, aufgrund der Nähe zu dem Abwassersammler, der jetzt schon gelegt worden ist, muss jetzt sukzessive eine Straße nach der anderen angebunden werden. Das ist ein bisschen ins Stocken geraten, weil wir hatten drei relativ große Projekte, die Wallonie auch fördern wollte. Die ist jetzt zurückgerudert, sodass erstmal in diesem Jahr nur noch ein einziges Projekt, das kleinste leider, davon gefördert wird. Und die anderen Projekte sind jetzt erstmal in 2019 geschoben worden, weil diese Kanalprojekte kann die Gemeinde nicht alleine stemmen. Da geht es um 1,89 Millionen, die diese Dinger kosten. Da ist jetzt ein bisschen zurückgerudert worden. Aber Abwasserklärung bzw. Abwasserableitung ist auch ein sehr großes Thema. Und Regenwasserabführung natürlich auch, weil Kelmes hat ja eine eigene Trinkwasserversorgung. Da möchte ich noch gerne dazu kommen. Wie schaut es da aus? Drehen wir die Sache jetzt rum. Das war der Abfluss, ja. Jetzt wollen wir den Zubringer kriegen. Weil Kelmes hat ja nun reichlich in Anführungszeichen Wasser und kann unabhängig seine Bevölkerung versorgen, oder? Ja. Also das läuft, ich weiß nicht, seit 50 Jahren oder wie lange auch immer. Also es wurde immer weiter nochmal ein Brunnen dazugesetzt. Letzte, was passiert ist, war einmal das Trinkwasserwerk Putzenwinkel, direkt neben der Kinderkrippe ist das. Da gibt es einen Brunnen, jetzt ist ein neuer Brunnen gebohrt worden, noch in der Nähe von der Emmerburg. Der muss jetzt sozusagen an dieses Trinkwasserwerk angeschlossen werden. Das heißt, wir haben da eine Trinkwasserleitung DN40, glaube ich, die von der Emmerburg noch bis da unten geführt werden soll, was unheimlich viel Geld kostet. Aber das sind Maßnahmen, die laufen natürlich weiter, und die Trinkwasserversorgung der Kelmeser Bevölkerung ist eigentlich die ganze Zeit gewährleistet. Es gibt natürlich, weil das direkt bei uns ankommt, immer mal Probleme, wo
die Leute vom Bauhof ganz spontan irgendwo hin müssen, weil eine Pumpe muckt oder weil dies oder jenes nicht funktioniert. Das ist halt so, wenn man so eine Versorgung hat. Aber es ist eigentlich alles gewährleistet. Das Wasser ist von der Qualität her gut. Und aufgrund dessen, dass da natürlich Trinkwasser verkauft wird, wird alle zwei Tage werden da Proben entnommen und die werden analysiert. Von daher weiß man eigentlich, was in Kelmis im Untergrund passiert. Mhm. Und wir differenzieren dann bei Baugenehmigungen auch sehr streng, muss der Boden zum Beispiel wasserdurchlässig sein oder muss er wasserundurchlässig sein. Das hängt damit ab, in welcher Entfernung ist das Baugebiet zu einer Trinkwasserschutzzone und wann nicht. Wie wird das Oberflächenwasser abgeführt? Also da gibt es sehr genaue Bestimmungen, die bei jedem Bauprojekt dann auch... Wie sieht es in Aachen aus? Habt ihr auch eine Trinkwasserversorgungsmöglichkeit? Oder? Wir bekommen ja unser Trinkwasser aus Walpen, aus der Wiesertalsperre. Aber keine eigene? Ach so, nein. Keine eigene? Es haben, einige Bürger haben noch einen Brunnen. Die kriegen da ihr Trinkwasser raus, aber im Allgemeinen bekommen wir das Trinkwasser aus der Wesertalsperre. Seid ihr ja auch mit Lonsen irgendwo in der Ecke, wo Schiefer und Sand, wo an für sich sich Wasserquellen irgendwo finden müssen, habt ihr? Da ist in diesem Sumpfloch, wir haben sehr viele nasse Stellen, aber wir sind die Raren, wir kriegen unser Trinkwasser von der Talsperre, und das ist auch sehr gutes Wasser. Und es gibt nachher ja Brunnen, das ist klar, auch besonders für die Landwirte und auch für die Molkerei. Die Molkerei lebt ja nur, oder ist nur an dem Standort in Bayern, weil es da auch Wasser gibt. Und die brauchen ein paar hundert Millionen Liter pro Jahr. Und das wird auch alles gemessen und kontrolliert. Ich denke, dass das auch relativ einwandfrei ist. Bevor wir in der letzten Runde einstarten, noch eine Runde Musik. Quasi. Jetzt in der letzten Runde. Und eben ist diese Sache mal kurz angefangen, beziehungsweise lag es mal so hier auf dem Tisch, diese Sache. Und zwar, viele Leute haben ja nun ihren lieben Vierbeiner. Und dieser wird ja nun auch Gassi geführt und das gibt natürlich richtig Probleme. Da kämpfen viele Gemeinden mit und man möchte ja auch diesen Hundeliebhaber, sage ich jetzt mal, nicht zu nahe treten, aber wie schaut es denn sonst aus? Beschwerden von Anwohnern und Bauern, die auch mit diesem Problematik gewaltig zu tun haben? Für die Landwirte, für die Landwirtschaft ist es ein effektiv sehr starkes Problem. Das heißt, vielleicht ist vielen das gar nicht bewusst. Das Geschäft, was der mit auf einer schönen grünen Wiese macht, ja, dieser Vierbeiner, ist für die Kuh? Ja, es ist ein Krankheitsrisiko. Für die Kühe und das können alle Tierärzte hier in der Gegend auch bestätigen. Es ist wirklich ein Risiko, dass diese Sauerei, wenn sie im Silo befindet und danach im Magen der Kuh, es verursacht einfach Krankheiten, die auch tödlich sein können. Es ist einfach eine Sache des Respektes. Und wir haben damit zu kämpfen, unsere Bürger haben damit zu kämpfen. Klar, es ist Vorschrift, immer eine Tüte dabei zu haben und die Experimente dann auch mitzunehmen, auch wenn es nicht angenehm ist, aber das ist die Regel. Und die Regel ist auch, dass man die Tiere an die Leine führt. 90% der Leute machen es korrekt, 10% machen es nicht. Wir versuchen eine Handhabe zu haben, es ist auch nicht immer einfach, diese Handhabe zu haben, aber es ist eine Sache auch der Aufklärung, des Respektes und dann der Repression, da wo es notwendig ist für die paar Personen oder die 5 oder 10 Prozent Personen, die es nicht verstehen wollen. In Haaren hat ja auch mit dieser Problematik zu tun. Doch, das erregt die Gemüter wirklich, also das Hundekot auf den Wegen, auf den Straßen, einmal da und natürlich auch bei den Landwirten auf den Wiesen. Die Gemeinde hat den Landwirten Schilder zur Verfügung gestellt, also die konnten aufgestellt werden, das Verbotsschild mit dem Hund auf der Wiese. Das steht in unseren Ortschaften an den Wiesen. Und dann haben wir auch verschiedene Mülltüten oder für Hundekot, also die Behälter haben wir aufgestellt an Hotspots, sage ich jetzt mal, da, wo wir wissen, da gehen viele Hunde Besitzer lang und können sich dann halt die Tüten rausnehmen. Aber ganz
sage ich mal, unverständlich ist, dass die Leute die Tüten dann rausnehmen, den Hundekot da reintun und dann die Tüten wegwerfen ins Feld oder in der Hecke. Also da hat man den Hundekot in Plastik noch einverpackt und also das, doppeltes, ja genau, ja, ja, also das, da können wir wirklich nur mit dem Kopf schütteln, aber solche Leute gibt es wirklich, ja. Hintermann, nun ist Kelm ja dicht besiedelt und da gibt es ja auch viele Leute, die ihre Vierbeiner gerne Gassi führen. Wie schaut es da aus? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sagen, es hat sich einiges getan, aber wie ist aus Ihrer Sicht, was und wo sind noch Probleme? Also Probleme sind immer noch massenhaft vorhanden. Also wir haben auch diese speziellen Ständer mit den Tüten drin, wo man eigentlich die gefüllte Tüte danach gleich wieder entsorgen könnte. Der Effekt, dass der Bauhof dann immer sagt, unsere Maschine ist wieder voll, weil die Tüten sich da drin verändert haben, also die Straßenkehrmaschine, das haben wir auch immer wieder. Wir haben jetzt eine Maßnahme angegangen, die ist noch nicht ganz vollendet. In Chemnitz wird Hundesteuer kassiert. Wir waren überrascht, wie viele Hunde es in Chemnitz gibt. Also es läppert sich tatsächlich. Es sind einige und, viele. Ja, es sind richtig viele. Und von daher ist jetzt angeplant und die Planung wird dort bald umgesetzt. Auf der Kull entsteht ein Hundefreilaufplatz. Das heißt, da wird ein Gelände eingezäunt. Das Problem dabei ist, dass man natürlich nicht einfach Hunde in so einen Freilaufplatz reinlassen kann, sondern es müssen immer Menschen da sein, die den aufschließen, die sozusagen gucken, was macht der Hund, ne? Bleibt er da nicht alleine? Und Leute, die dann dem Herrchen sagen, jetzt sei bitte so nett und heb das auch bitte wieder auf, was dein Hund da gelassen hat. Das heißt, man muss eigentlich Personal bei einem Hundefreilauf haben. Da haben sich Gott sei Dank 3 bis 4 Ehrenamtliche gemeldet. Wir müssen jetzt nochmal gucken, wie wir das arrangieren, dass die sozusagen in welcher Form auch immer die Gewalt über diesen Hundefreilaufplatz haben, der dann geöffnet wird, der geschlossen wird und der zu bestimmten Zeiten dann sozusagen für die Hunde und deren Herrchen zur Verfügung steht. Und dann haben wir noch angedacht, aber auch das ist noch nicht, das mit dem Hundefreilaufplatz, es ist also kurz vor der Umsetzung. Was noch nicht ganz vor der Umsetzung ist, es sind nur 2 Gedankenspiele. Es gibt sowohl am Niederrhein als auch in Sinney gibt es Entwicklungen, dass man, was gar nicht so teuer sein soll, eine sogenannte DNA-Bank für Hundekot einrichtet, sodass man mit dieser DNA-Bank im Nachhinein feststellen könnte, wem gehört was. Das ist jetzt eine relativ abstruse Geschichte erstmal. Wenn sie nur dazu dient, dass die Leute dadurch vorsichtiger werden, würde ich die Idee auch gerne weiterspinnen. Aber es ist einfach im Sinne, ich weiß noch nicht, in welcher Form die das umgesetzt haben, aber ich habe jetzt die Nachricht bekommen, dass es da gemacht wird. Da muss man sich nochmal ein bisschen rein vertiefen, um zu gucken, was kann man davon mitnehmen, könnte man sowas umsetzen. Aber wie gesagt, das Problem ist in Chemnitz im Herrengrad sicherlich immer noch auf der Straße. Ja, dumm. Bei Ihnen landet so etwas auch in den Wiesertal? Ganz ausschließen können wir es natürlich nicht. Wir haben, bei uns ist die Hauptschwierigkeit ist der Plastik. Das muss man ganz klar sagen, dass eben nach wie vor Bürger auch Blumen, Töpfe, solche Sachen mit in der Tonne dann entsorgen. Unsere Mitarbeiter sind natürlich angewiesen, wenn sie die Tonne anhängen ans Fahrzeug, die wird ja hydraulisch geleert, den Deckel zumindest mal zu öffnen, zu gucken und auch zu schauen, wenn die Tonne sich entleert, nur dann ist es natürlich dann im Fahrzeug drin. Dann ist die nächste Maßnahme, dass dann der Mitarbeiter dem Fahrer vorne sagt, ja, in dieser Tonne, weil die sind ja alle gelistet, namentlich und nach Adresse sortiert, wird dann aufgeschrieben, dass irgendwas drin war, was nicht in Ordnung war. Dann kommt die Liste dann zu mir ins Büro und ich bearbeite die, dann kommt das ins Kundendossier und wenn das jetzt, sag ich mal, zweimal auffällig ist, dann wird der Kunde dann entweder angeschrieben oder telefonisch erstmal probiert, ihn zu erreichen, das telefonisch zu klären, weil die Mitarbeiter, wenn das Fahrzeug dann entladen wird, stehen dann links und rechts und holen dann mit Zangen und picken dann den Plastik wieder mühselig raus. Weil wenn er einmal bei uns dann in die nächste Phase reingeht, also wenn er gehäckselt wird, ne, dann wird aus einer Plastiktüte oder aus einem Töpfchen werden dann 20, 30, 40 Stücke, die dann nur durch Absieben oder durch eben sehr kostspielige winzigte Anlagen rausgeholt werden können, auch nicht zu 100%.
Und das ist eben unser Hauptproblem, ist der Plastik nach wie vor. Wir schreiben jedes Jahr unsere Kunden an und schreiben nochmal, was man reintun kann. Also im Prinzip aus dem Garten alles außer Erde. Wir machen aus feinen Kompost und aus dem Haushalt eben all das, was bei der ersten Vorbereitung anfällt. Also im Prinzip, wenn man es im Verkaufsgespräch oder wenn sich jemand für die Tonne interessiert, sagt jeder, ja, ist ja klar. Aber in der Praxis ist es dann für den einen oder anderen doch nicht immer nicht so klar. Aber es sind Einzelfälle, muss man ganz klar sagen. Wir haben fast 2 Stunden diskutiert über Umwelt, Energie, Wasser, alles, was es so für unsere Umwelt zu tun gibt. Roger Franzen, was wäre deine Philosophie für die Zukunft? Ja, Lotz ist eine ländliche Gemeinde oder eine landwirtschaftliche Gemeinde. Und als ländliche Gemeinde muss sie mehr und mehr nachhaltig umgehen mit allen Ressourcen. Und da gilt ein Prinzip, das ist ein Gleichgewicht. Gleichgewicht zwischen der Landwirtschaft, die 80% der Fläche hier bewirtschaftet, Gleichgewicht zwischen Landwirtschaft, Umweltschutz, Artenschutz, Biotop und so weiter und dann drittes Element, die Bedürfnisse der Bevölkerung, die hier lebt, die hier wohnt, die hier sich entspannt, um hier auch weiterhin von dieser sehr hohen Lebensqualität zu genießen. Ja, bei uns sind eigentlich 2 Themen ganz wichtig und heiß diskutiert und da kann man bestimmt auch vieles machen. Ist einmal halt wirklich die Abwasserklärung, die halt in den Ortschaften Einatten, Lichtenbusch und Hauset, da gibt es keinen Kollektor und da gehen die Abwässer in die Göhl und das ist ein Riesenproblem. Und andererseits ist halt der Artenvielfalt. Man sieht halt auch, wenn man auch mit der Umweltschutzorganisation AVIS Ostkantone spricht, also dass verschiedene Pflanzen verschwinden, Insekten, aber auch Vögel. Man sieht nur noch bestimmte Vögel, nur noch eine Amsel oder und manche, die sind schon völlig verschwunden. Also dass man da wirklich auch noch was tut, da ist wirklich noch Handlungsbedarf in diesen beiden Bereichen. Arbeit zu tun. Genau. Für die Gemeinde Kelmis, die ja sehr dicht bevölkert ist, würde ich mir wünschen, dass wir in eine konzeptionelle Energiearbeit einsteigen. Wir haben keinen Energiechef, wir haben keinen Energieberater. Auf diesem Felde, finde ich, müsste noch einiges unternommen werden, sodass aus den vielen Einzelaktionen, die in Kelmis stattfinden, ein Konzept wird, mit dem man dann auch in den nächsten Jahren eine Richtlinie hat, an der man sich dann orientieren kann. Herr Tim, Sie haben das Schlusswort. Ich habe das Schlusswort. Vollkommen neutral. Das ist ja eine Ehre. Nein, also ich finde es auf jeden Fall nach wie vor gut, dass die Gemeinden als solches auch auf Sensibilisierung setzen. In den Schulen, in den Kindergärten. Die Kinder sind letztendlich die Zukunft. Und ich denke trotzdem, dass die Kinder, wenn sie da, ich sag mal, positiv infiziert werden, das auch irgendwo nach Hause tragen und auch zu Hause irgendwo leben und vielleicht auch den einen oder anderen Denkanstoß geben. Weil ich für mich sage, es ist nicht, weil der Müll nicht mehr vor der Haustüre ist oder weil er weg ist, dass er effektiv weg ist. Es ist ja nur jemand anders, der sich drum kümmern muss und der sich hoffentlich gut drum kümmert, sodass er ja, mit Energierückgewinnung, wie auch immer, gut entsorgt wird und nicht unbedingt irgendwo zur Altlast wird. Ja, wir haben da viele Stimmen und viele Meinungen gehört und ja, wie ist sie gelaufen, die Sendung, unsere Sendung nachgefragt, die live immer zum Ende des Monats ausgetragen wird. Ich darf mich bei meinen Studiogästen herzlich bedanken. Auch geht mein Dank an die Technik, die hier im Hintergrund dafür Sorge getragen hat, dass hoffentlich alles gut rüberkam und jeder einen guten Empfang hat. Ein ganz besonderer Bömer Daudo von Radio Sunshine und nochmal Maaßen für die Koordination.